Herzlich willkommen bei Le Gourmand, das Genießermagazin, heute aus dem Hotel Gritti in Jesolo. Ja, die Ecken Europas, in die ich bisher nicht habe kommen wollen, die treibt es mich jetzt doch noch. Wir sind im schönen Jesolo am Teutonengrill, eine Ecke, wo ich bisher nicht wirklich hin wollte, weil ich mir diesen Massentourismus einfach nicht anschauen wollte. Doch jetzt bin ich mit einer Radeltour auf dem Weg von München nach Venedig unterwegs. Und da geht natürlich auch der Weg über Jesolo. Dieses Hotel Gritti ist Mitglied der Fahrradhotels, die an dieser Kombination aus Hotels, Restaurants und dem Fahrradweg und den verschiedenen Destinationen zwischen München und Venedig teilnehmen. Also schauen wir uns nochmal dieses Hotel Gritti an, das sich als Fahrradhotel eben auch darstellt. Sie haben einen wunderschönen großen Fahrradkeller, man kann ja auch Fahrräder ausleihen. Oh, wir sind gerade reingekommen, das ist das Doppelzimmer. Wir sehen ein paar Schränke mit genügend Platz, einer bunten Mischung von Bügeln. Wir haben ein schnurgebundenes Telefon, auch das gibt es noch. Und auch hier im Schrank ist Platz für einige Sachen. Ein Nachttischlicht gibt es hier oben. Wenn es denn funktioniert, so funktioniert es. Wunderbar. Geht an. Und da haben wir eine Garderobe, auf der ich mich bereits installiert habe. Und ein Flachbildfernseher. Und verbirgt sich hier drin eine Minibar. Ja, Electrolux ist da mit 2 Flaschen Wasser. Und ansonsten genug Platz, um auch eigene Sachen runterzubringen, was ich bei diesem Wetter durchaus raten würde. Werfen wir schnell noch einen Blick in das Badezimmer. Das ist das Zimmer hier so im Großen und Ganzen. Das Badezimmer versprüht den Charme der 70er, aber es ist alles da, was man braucht. Waschbecken, Klo, Bidet, eine kleine Duschecke. Und dort sind die üblichen Duschannehmlichkeiten, Seifen und Co. Und der riesige Turm Klopapier dürfte für die eine Nacht auch reichen, wenn nicht sogar für mehrere Wochen. Ja, und jetzt schauen wir doch mal das, was dieses Hotel irgendwie ausmacht. Es ist ein 3-Sterne-Hotel, von daher gibt es bisher soweit nichts zu meckern. Und es ist in der ersten Reihe. Da muss ich sagen, das ist doch mal eine tolle Lage. Man ist nicht irgendwo in einem Superhotel hinten, sondern 3-Sterne-Hotel, ganz klassisch altes Häuschen, bestimmt in 50er, 60ern gebaut und völlig ausreichend. Und wir sind hier in der ersten Reihe. Das ist Jesolo, wie man es aus sämtlichen Bildern kennt und wie man es eigentlich nicht braucht. Und dort ins Adriatische Meer wird es mich jetzt hineinverziehen, denn wir sind heute auch schon wieder einige Kilometer geradelt von Treviso hierher und meine Beine freuen sich jetzt über etwas Meer und Entspannung und Sonne. Haben wir heute schon genug getankt. Es ist irre heiß, es ist unwahrscheinlich heiß. Und da hält man es eigentlich nur noch irgendwo im Schatten aus und ich sehe, dass es noch genügend freie Sonnenschirme gibt. Ich hoffe, die gehören auch hier dann zum Hotel und dass nicht schon irgendwelche anderen Leute seit 5 Uhr früh dort liegen. Ja, soweit, so gut. Mein Eindruck, mein allererster Eindruck aus dem Hotel Gritti in Jesolo an der Adria. Auf dem Wege von München nach Venedig am vorletzten Tag. Ja, wir haben es so ziemlich geschafft. Ciao, danke, sehr.